Ja, nach gefühlten zwei Wochen Sommerpause ist Engmar schon wieder hier im Einsatz gewesen. Stimme nicht geschont heute. 6-0 verloren gegen Fortuna Düsseldorf, zweite Mannschaft. Wirkt es nicht wirklich zufrieden, aber wie ist das jetzt zu bewerten? Nein, grundsätzlich, ich sag mal, fürs erste Spiel erwarten wir nicht so viel. Der Gegner war gut. Der war meines Erachtens eine Klasse besser als im letzten Jahr, als wir mal gegen die gespielt haben. Man hat da auf jeden Fall erste Halbzeit das Mitwirken von oben gemerkt. Ja, ist halt noch ungewohnt für unsere Jungs. Man darf nicht vergessen. Ich glaube, das war auch in den letzten Wochen so vom Kopf her ein bisschen viel Stress. Man weiß nicht, in welcher Liga. Weiß es ja immer noch nicht zu absoluten 100%. Und das macht sich bemerkbar. Aber ich denke mal, jetzt im Laufe der Woche werden wir Klarheit haben, kriegen wir da auch wieder Ruhe rein und Selbstsicherheit. Und dann mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Wir haben jetzt 6, 7, 8 neue heute gesehen, ich weiß gar nicht genau. Auch 3 Torhüter haben sich das Spiel geteilt. Wie sind so eure Planungen? Ist das zusammen abgeschlossen mit den Leuten, die wir haben? Oder sucht ihr noch? Oder sind wir jetzt stärker oder schlechter als letztes Jahr auf den ersten Blick? Nein, also ich bin davon überzeugt, dass wir gut aufgestellt sind. Ja, also momentan sind wir nicht mehr auf der Suche, es sei denn, es kommt noch einer und spielt für Lau. Ja, der ist bei uns herzlich willkommen. Nein, grundsätzlich haben wir abgeschlossen, sind mit dem, was wir verpflichtet haben, sehr zufrieden. Ja, man darf nicht unterschätzen die Situation, in der wir waren. Ich denke mal, für uns Uedesheim wird es immer schwierig sein, frühzeitig planen zu können, ja, auch da mit Spielern. Und ich denke mal, der Verein ist da wieder mal gut mit umgegangen und für die Situation, in der wir gesteckt haben und stecken, bin ich der Meinung, haben wir gute Jungs gekriegt. Und ihr habt jetzt eine Woche schon trainiert mit dem Roman auch, der hat die Jungs hart drangenommen. Seid ihr jetzt, wenn es dann so kommt, sind es ja nur 4 Wochen Vorbereitung, reicht die Zeit? Ja, ich glaube, sind es 5. Ich meine, es sind 5. Ja, sind 5 Wochen. Ja, es reicht. Ich sag mal, der Roman hat jetzt die ersten 4 Tage, hat er wieder sein gutes Programm ausgepackt. Die Jungs wissen jetzt wieder, wo alle Muskelstränge sitzen. Und ja, man hat ja gemerkt, auch die Woche, hat den Jungs Spaß gemacht. Ist mal was anderes. Und ja, ich denke mal, wir gehen jetzt richtig in die Vorbereitung rein und ich denke, die Zeit wird reichen. Gerade eben noch deine Frau gefragt, wie der Urlaub denn bisher gewesen ist. Ich dachte, ihr wart noch gar nicht im Urlaub, ihr fahrt noch. Wie ist es für dich so? Ist ja quasi ganz Jahresstress. Ja, okay. Hast du abschalten können, 2 Wochen lang wahrscheinlich nicht. Ja, ist natürlich schwieriger, muss man ganz klar sagen. Jetzt in der Zeit, wo du normal denkst, so, jetzt sollte der Ball mal ruhen und deine Gedanken irgendwo anders haben, war natürlich schwierig. Aber ist halt der Situation, in der wir gesteckt haben, ist halt geschuldet. Und ja, aber wie gesagt, wir fahren dann am 2. August in Urlaub. Und ich bin dann halt sonntags immer hier, aber die Zeit werden wir dann halt nutzen. Ich habe vorher mit dem Karl Michels gesprochen, der wird ja jetzt Trainer von der 2. Und du hast auch da die Finger im Spiel gehabt? Nein, die Situation kam so, ich sag mal, der Kai hatte mir vor geraumer Zeit mal eine Mail geschrieben, ob bei uns Bedarf ist irgendwo. Und wie gesagt, ich habe das dann an die zuständige Stelle, an Peti, weitergeleitet. Und jetzt kam die Situation, dass die Veränderung eintreten sollte. Ja, und dann haben wir uns halt mit ihm getroffen. Und wie gesagt, vom ersten Augenblick an merkt man, da ist jemand, der ist engagiert. Und genau das ist das, was wir hier brauchen, egal in welcher Position. Und ja, also ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass wir da auf jeden Fall den richtigen Mann haben. Und ja, freue mich. Wenn das jetzt mit Wuppertal morgen alles klar geht, glaubst du, dass tendenziell das nächste Jahr leichter wird, weil es schon ein bisschen Erfahrung da ist? Oder das zweite Jahr ist immer das schwerste Ziel, das auch in diesen Ligen? Oder wie geht es da an? Also Fakt ist, leichter wird es für Uedesheim nie. Ja, also weil wir, ich denke mal, immer mit den Bedingungen, die wir haben, sind wir immer auf einer Rasierklinge. Ja, aber ich bin davon überzeugt, dass wir die Fehler, die wir im letzten Jahr gemacht haben, nicht mehr so viel machen. Ja, also ich glaube, dass die Jungs sich da auch weiterentwickelt haben in dem Jahr. Und
wir haben jetzt auch den einen oder anderen erfahren, ich sage mal mit dem Ivan und wenn jetzt auch noch der Julius auch noch dazu stößt, denke ich mal, haben wir auch den einen oder anderen erfahrenen Mann dazu bekommen und ja, also ich glaube, wir sind dann vernünftig aufgestellt. Trotzdem wird es eine hammerharte Saison, ja, aber das wissen wir. Wieder mit 20 Mannschaften und die Liga wird ja definitiv im nächsten Jahr auf 18 reduziert. Und ja, da wird es von uns vom ersten Spieltag angehen, aber da gehören auch andere Mannschaften zu. Muss man ein paar Unentschieden abstellen. Das ist richtig, ja. Ist das Genick gebrochen? Ja, was heißt Genick gebrochen? Also ich sehe das immer noch so, egal, Situation mit Wuppertal. Für mich sind wir sportlich drin geblieben, für mich ganz klar, weil wenn alles normal gelaufen wäre, hätte der Mittelrhein Aufsteiger gestellt, dadurch wäre auch sportlich Wuppertal abgestiegen. Ja, und dadurch wären wir auch sportlich drin geblieben. Deswegen sehe ich diese Sache ein bisschen entspannt. Also für mich ist das jetzt kein Glücksfall. Ja, die Jungs haben sich die Liga verdient. Und ja, mehr ist da nicht so zu sagen. Wir sehen, du bist nach wie vor engagiert. Ich wünsche mir trotzdem eine gute Vorbereitung noch. Und wenn dann der Urlaub kommt, dass du vielleicht doch mal ein bisschen abschalten kannst. Werde ich tun. Du weißt ja, wenn erster Spieltag ist, spielt Köln gegen Fortuna, bin ich nicht da. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob. Ich glaube, am letzten Mal hat es Glück gebracht, als du nicht da warst. Richtig. Siehst du, vielleicht bleibst du öfter weg. Also 3 Punkte Start, garantiert. Egal, ja, wäre gut. Danke, Ingmar. Schönen Sonntag noch.